Ja, servus und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Serbien, freue mich, dass du bei mir einschaltest. Heute eine Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator auf den Hamburg Add-on für OMSI 2. Gut, dann braucht man noch Licht. Da ist ja noch finster im Kanal. Ah, das schaut gut aus. Licht im Bus. In alle Richtungen, so hoffe ich. Ja. Das ist Schnieke. Das schaut gut aus. Super Sache. Die Türen gehen auf. Juhu, wir freuen uns. Und ich freue mich. Alles klar. Ja, das ist bestanden. Alles klar. Und es leuchtet auch außen ein Träumchen. 8 Minuten bis zur Abfahrt, damit unsere Fahrgäste nicht draußen stehen müssen, wird die jetzt noch gleich nach vorfahren, aber zuerst die Heizung einschalten. Noch unsere lieben Insassen des OMSI-Busses lieben. So, um die 20 Grad. Jetzt haben wir 17. Schlecht. Also Lüftung einschalten ist zum Filmen nicht so besonders gut. Das hört sich nicht gut an. Okay. Ah, ich hoffe, dass das so passt. Das Quietschen ist aber auch laut. Alles klar. Dann lassen wir unsere Fahrgäste nicht mehr länger warten. Und fahren wir dann mit dem Bus in die Haltestelle, wo ja doch schon wer wartet. Es ist ja noch früh am Morgen. Der erste Heinz steht schon da, ausgezeichnet. Guten Morgen. Ja, servus. Der spricht sogar mit einem Wiener, schau. Netter Fahrgast. So. Ja, wie ihr seht, Kasse habe ich keine mit, denn in Wien gibt es keinen Fahrscheinverkauf. Bei mir gibt es das halt nicht. Wir Wiener können das nicht. Wir, also mit den Rechnern. Nein, mag ja die Wiener jetzt nicht schlecht machen. Aber ich bin nicht so der Fahrscheinverkäufer. Ja, was haben wir denn sonst noch alles? Die Fahrradfahrer, das gefällt mir. Das ist so ungewohnt in Omsi. 5 Minuten haben wir noch, damit das jetzt nicht langweilig wird. Werden wir da jetzt ein bisschen vorspulen. Ah, guten Morgen, moin, moin. Ja, ich gleich mich da an. Moin, moin. Jo, top. Na dann, lass uns loslegen. Auf geht's, liebe Freunde. Haltet euch fest. Ja, ich war ja mal Straßenbahnfahrer und kein Autobusfahrer. Aber Autobusfahren macht auch Spaß. Und deswegen OMSI 2, der Omnibus Simulator Freude. Lenken tue ich das Ganze mit einem Thrustmaster TS300. Mir am sympathischsten von allen Lenkrädern, denn das bietet für den Blinker da oben noch zwei ganz praktische Knöpfe. Aber Lenkräder sind halt auch so eine Geschmackssache natürlich, ganz klar.
Omni-typisch ist es ja so, dass da immer wieder nachgeladen wird und dadurch kommt es immer so kleinen Ruckeln. Bitte das zu verzeihen, da kann ich nichts dafür. Moin. Hallo. Also wenn der das in Wien macht, dann kommt ein Versicherungsfall raus. Ja, das ist halt Omsi, da ist es mit der KI halt schon ein bisschen manchmal lustig, was da für komische Sachen passieren. Vor allem Spurwechsel, das ist nicht so das Metier dieser KI. Ich spiele da auf drei Monitore, wie ihr da seht, und deswegen. Also, falscher Knopf. Deswegen seht ihr nicht das, was ich sehe, außer links unten am kleinen Bildschirm. Also ich werde mich da ein bisschen bemühen, damit ich die Ansicht für euch am Bildschirm da manchmal so ein bisschen drehe, damit man auch die Fahrgäste sehen. Ich sehe es ja, aber auf den einen mittleren Monitor wird das nicht so dargestellt. In Wien gilt eine Haltestelle als erreicht, wenn man zumindest mit der Bugspitze dort an der Haltestellentafel ankommt. Guten Tag. Hallo. Hallo. Echte Autobusfahrer, die werden jetzt wahrscheinlich lachen, was ich da für einen Blödsinn mache. Ja, Omsi ist ja schon mittlerweile altes Spiel. Und trotzdem macht es aber noch riesig Spaß. Es gibt jetzt dann auch immer nicht wirklich eine große Alternative, die optisch und so, vor allem Omsi bietet ja sehr viele Add-ons, sehr viele Mods, und das macht halt Omsi zu einem ganz tollen Spiel. Es ist mittlerweile so groß und abwechslungsreich. Moin, moin. Ja, deswegen erfreut sich Omsi ja immer große Beliebtheit. In letzter Zeit sind da wieder sehr viele Kauf-Add-ons erschienen und das nächste, was ich sag, weiß, ist London. Und London wird ganz bestimmt auch eine tolle Geschichte. Ja, das hätte ich niemals gebremst. Das finde ich auch, also für Deutschland ist es ja so, dass die Ampeln nicht blinken. Also bei uns in Wien blinkt die Ampel, damit man weiß, jetzt wird es gelb und dann gleich rot. In Deutschland ist ja das nicht so. Da ist ganz einfach plötzlich gelb. Ja, wie soll man denn das da. Also, das bewundere ich schon ein bisschen.
dass man in Österreich vorgewarnt wird, dass es jetzt gleich zu Ende ist mit der grünen Phase. Aber da ist es. Jo, hallo. Da ist es jetzt so, dass das plötzlich gelb wird. Schon sehr, sehr sportlich da manchmal da bei der Ampel. Aber natürlich ist das wahrscheinlich eine Gewohnheitssache. Nächste Haltestelle, Lindheim-Marktplatz. Ja, es gibt ja tausende OMSI-YouTube-Videos. Jetzt fragt man sich natürlich, ja, brauchen wir jetzt noch eins? Ja, von mir. Weil von mir gibt es ja noch keins. Also jetzt, das ist jetzt schon Premiere natürlich, da müssen wir jetzt da durch. Und ich weiß nicht, ob es einen OMSI-YouTuber gibt, der unten drei Bildschirme auch noch mit einblendet. Das ist jetzt das große Highlight. Ja. Einzige, was mir stört, das ist halt, dass man OMSI halt nicht im Fenstermodus spielen kann. Da ist, wenn man halt dann zurück will ins Windows, geht natürlich auch mit der Windows-Taste. Aber ist halt ein bisschen umständlicher, aber egal. Es geht ja zumindest, ich bin ja froh, dass das ganz gut funktioniert auf drei Monitore. Zum Filmen ist es halt ein bisschen blöd. Bei OBS mag die Auflösung wieder nicht. OBS ist das diese Software, wo man halt diese Filme aufnimmt, oder eines dieser Programme. Ich verwende es halt, weil ich die mag, diese Software. Gut, ja. Ihr wollt ja nur nicht einsteigen, weil ich ein Wiener bin. Ja, die wollen mich nicht. Gut. Aber da fahren ja noch andere Buslinien. Davon ist ja auszugehen, dass die auf einen anderen Bus warten. Okay, das schaut schlecht aus, damit noch rausfahren. Ja, schau. Ein netter Kollege lässt uns da raus. Kollege, weiß ja keiner, halt, Autofahrer. Nächste Haltestelle, U-Bahn, Zürichstraße. Ja, das ist so, diese OMSI-Autos, die sehr langsam abbiegen. An das muss man sich halt gewöhnen.
Ja, ein bisschen Abwechslung für mich. Normalerweise bastle ich da an meiner Lotus Map. Und ich habe jetzt schon einige Stunden und sehr viel Arbeit in meine Map gesteckt. Da jetzt mir einmal gedacht habe, jetzt muss ich mal was anderes machen. Ja, und OMSI ist jetzt gerade eine ganz tolle Abwechslung. Ja, OMSI ist auf jeden Fall noch beliebter wie dieser Autobus-Simulator 18. Der wäre ja, ich habe mir den halt auch mal angeschaut, der wäre ja von der Grafik her ja realer. Aber ja, also mir hat es jetzt da nicht so gut gefallen und das ist einige, zumindest nicht nur einige, sondern ich glaube, der hat sich halt überhaupt nicht so recht durchgesetzt. Und somit ist OMSI nach wie vor der beliebteste Bussimulator. Ja, was auch toll ist, man kann während der Fahrt rauchen. Als Bussimulatorfahrer kannst ganz gemütlich Bier trinken, rauchen, Blödsinn reden. Leer. Blöd. Ja, was gibt Schlechteres als ein leeres Bier? Gar kein Bier. Moin, moin, sagt er. Das gefällt mir an die Hamburger. Moin. Ja, fahr weiter, Mann. Der gab mir versichern, sollte einmal ein neues Heck. Ja, braver Taxifahrer, ist ja nicht. Na, dann bleiben wir gleich da. Hallo.
Der weiß, was sie gehört. Guten Morgen. Oder ist das ein Sie? Bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Ja, dank dieser neuartigen Zigarettenersatzdings da, die IQOS, darf ich jetzt wieder am Computer rauchen. Meine Göttergattin akzeptiert es, das stinkt auch nicht wie richtige Zigarette mehr, das ist ja, so ein gepresster reiner Tabak. Qualmt er nicht so unendlich stark wie eine normale Zigarette, dadurch stört es fast gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Aha. Ja, ich hoffe, meinen Wiener Dialekt, den versteht man halbwegs. Ich bemühe mich ja da nicht, Wiener Dialekt zu sprechen. Manchmal rutscht man natürlich das eine oder andere wienerische Dialektwort da raus. Ah, und Telefon läutet schon wieder. Ja, nichtsdestotrotz, ich freue mich dann irgendwann einmal, wenn Lotus, die machen ja jetzt dann auch an dem Autobus ein wenig weiter und an den Fahrgästen, beziehungsweise zuerst wird jetzt einmal die Passanten machen es jetzt gerade und dann nachher dann halt dieses Autobusmodul und dann nach denen kommt dann der Fahrgast, ja, also die Fahrgäste. Auf das bin ich schon gespannt, wie das dann wird. Viele eingefleischte Omsianer-Freunde werden oder sind halt so von Lotus jetzt gerade nicht wirklich begeistert. Ja. Aber man wird ja sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich traue mir gar nicht sagen, dieses böse Wort. Das Early Access, da reißt ja jeden schon bald, glaube ich. Da kriegt man schon gerade ein paar weiße Haare mehr. Also ich kann nicht mehr viel weiße Haare kriegen, hab schon genug. Ja. Aber ich bin davon überzeugt, dass OMSI 2 auf jeden Fall noch für die nächsten Jahre an Beliebtheit nicht viel einbüßen wird. Die Bass wurde ja jetzt auch vorgestellt, allerdings auch Unreal Grafik Engine. Ist seit 2020 ist eben Unreal und ja, also muss schon sagen, es schaut sehr real aus. Also das ist jetzt schon eine ganz tolle Sache. Werden wir dann sehen, wie das umgesetzt wird.
Tramsim ist ja auch der nächste Straßenbahnsimulator, auch mit der Unreal Machine. Tja, schaut das sehr überzeugend aus, gefällt mir wahnsinnig gut, freue mich schon drauf. Als ehemaliger Straßenbahnfahrer in Wien bin ich dann natürlich sehr heimisch dann auf diesen Simulator. Da bin ich dann neugierig, weil ich bin ja da eher so ein begeisterter Map-Bastler. Und da bin ich dann wirklich schon sehr neugierig, welche Möglichkeiten da dann für den Modder gegeben werden, wie man dann Maps baut, ob man dann die bestehende Map, das würde mich ja überhaupt sehr, sehr freuen, wenn man auf der bestehenden Map, die die jetzt veröffentlichen, dann weiterarbeiten kann. Also das wäre ja dann, sage ich jetzt einmal, der Oberhammer. Denn diese Linie 1, die da gebaut wird, umfasst doch einige andere Straßenbahnlinien, die ein Stück, zumindest die gleiche Strecke benutzen. Die Unterpflasterstrecke, die Ustrap, die da in Tramsim jetzt gleich mal als erster kommt. Dort alleine fahren schon mehrere andere Linien. Wenn man da jetzt da anknüpfen könnte, wäre das natürlich eine ganz eine tolle Sache. Da lasse ich mich überraschen, ob das dann alles möglich ist. Ja, das nächste wird dann die Performance sein. Wie läuft es dann bei Tramsim? Zumindest von den Vorschau-Filmchen, was man da sehen hat dürfen. Also da hat es schon sehr, sehr gut ausgesehen. Ja, es ist halt 2020. So wie da jetzt da diese Nachladegeschichte da jetzt da gerade, was da jetzt im Moment passiert. Wird es vielleicht da nicht mehr meinen, den Ausmaß dann geben, wie halt da noch bei OMSI. Ja, interessante Streckenführung da auch in Hamburg, ganz toll. Eigene Busspur. Na, macht schon Spaß, also. Okay, die Fahrgäste hätten ja doch bei der zweiten Tür einsteigen wollen. So, in der Zwischenzeit habe ich mal frisches Bier geholt. Ich gehöre nicht so zur Kaffeetrinker-Generation. Nach einem zweiten Kaffee wird mir dann schlecht. Beim Bier dauert es ja doch einige Zeit, bis man dann da schlecht wird. Aber man muss ja das jetzt ja nicht gleich auf einen Schluck austrinken. Was mir auch sehr gut gefällt, sind diese Hilfspfeile. Also da kann man sich echt gut daran orientieren. Bei manchen anderen Addons und Maps ist das nicht so einfach.
Aber man muss schon sagen, auch bei den Gebäuden, da könnte man, weil das ist ja doch ein Eton, was, sagen wir mal, ja, nicht ganz so billig ist. Und wenn man sich so manche Gebäude da ansieht, naja. Also die, was ich selber mache, sind auf jeden Fall in der gleichen Qualität, wenn nicht noch besser. Und mein Add-on wird nichts kosten. Da zum Beispiel diese oder diese Statue, die hätte man zumindest so drehen können, dass man nicht genau auf diese Kante sieht. Jetzt sieht man es nicht mehr, das ist praktisch. Radfahrer, aufpassen. Okay. Dass man natürlich jetzt da Texturen unkenntlich macht, okay, vielleicht auch aus rechtlichen Gründen, sehe ich das ein, man muss ja das nicht jetzt unbedingt lesen können, so wichtig ist das jetzt auch wieder nicht, aber der Rest vom Gebäude könnte zumindest schon ein bisschen schärfer sein. Also wenn ich da jeden Einzelnen einen Fahrschein verkaufen müsste, da bewundere ich euch schon, also diejenigen, die da Fahrscheine verkaufen, dass sie da mit der Fahrzeit das schaffen, ist schon bewundernswert. Vor allem jetzt nicht nur in Omsi, also jetzt in Real, also in Wirklichkeit, wenn der arme Autobusfahrer da einer Tickets verkaufen muss, alle Achtung, da ziehe ich ja meinen Hut. Das Kopfsteinpflaster finde ich schon ein bisschen krass übertrieben. Welche Spur dezenter machen können. Gerade bei so einem ganz modernen Bus, den wir da jetzt gerade da sehen. Und wenn das jetzt der Bus ist aus den 80er Jahren, okay, der scheppert dann halt so ein bisschen mehr, aber der
kann ich mir nicht vorstellen, dass die jetzt in den Ausmaß da so Geräusche von sich gibt. Ja, moin. Wahnsinn, oder? Das ist schon krass, dieses Kopfsteinpflaster. Ich bin da jetzt kein NASA-Computer oder so, aber die Nachladerucker stören mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Vielleicht wird es dann nach einem vierten Bier besser. Ich glaube, das sind Mädchen, oh ja, die haben hinten so zusammengebundene Haare. Gut, in dem Bereich ist ziemlich viel Grafik da zum Berechnen, da wackelt es und ruckelt es, aber gut. Dabei bewegen sich da ja kaum Menschen, also wenn da jetzt da noch viele Passanten berechnet werden müssen, hätten wir da ganz schöne Diashow. Habe ich gesagt, kaum Passanten, das sind gar keine. Ja, ist noch zeitig. Also da gehen jetzt die Leute ja noch gar nicht einkaufen, weil es haben ja noch alle Läden zu. Gut, dann haben wir die Strecke schon wieder hinter uns.
Bahnhof ZOB. Zentraler Omnibus Bahnhof der ZOB. McDonald's, wo gibt's ihn nicht? Überall gibt's den McDonald's. Also wenn man irgendwo in einer Gegend fremd ist und man weiß nicht so genau, was man wo essen soll und man hat da schnell einen Hunger. Ja, dann ist natürlich super, wenn man da McDonald's sieht, weil da weiß man ja zumindest aus seiner Heimat, okay. Wenn es mir dort halt nicht auch nicht schmeckt, ja, es gibt ja Leute, die wollen einfach dieses McDonald's essen auch nicht so recht. Aber für die, die es wollen, ist ja nicht so schlecht. Kann man ja in der Fremde dann auch einmal quasi das genießen, was man so halbwegs von zu Hause gewohnt ist. Klar gibt es länderspezifische Unterschiede. Aber letztendlich ist McDonald's, McDonald's. Ja, das ist eine schöne Sache, da kann der Autobusfahrer da in Hamburg auf jeden Fall seine Pause angenehm da verbringen kurz. Nehmen wir mal an, da kann man da aufs WC auch gehen. Und gerade bei seinen öffentlichen Verkehrsmitteln ist es wichtig, dass man zumindest irgendwo in Ruhe aufs Klo gehen kann. Ja, mit diesem Bild verabschiede ich mich von meinem OMSI-Video von euch und danke fürs Zusehen. Tolle Sache und ja, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.